Ich freue mich, Ihnen hier die Sammlung Reinhold Hofstetter präsentieren zu dürfen in den Räumen des Dorotheums im ersten Wiener Bezirk. Beginnend von der Gotik über die Renaissance bis zum Barock und Biedermeier werden Sie Exponate sehen von höchster Qualität, die Reinhold Hofstetter in seinem Leben zusammengetragen hat. Zum Beispiel diese Balthasar Bermoser zugeschriebene Büste. Unglaublich expressiv, unglaublich dramatisch. Und das Interessante an dieser Büste ist, dass sie eine Doppelbüste ist. Sprich, Sie haben hier eine Vorderseite oder hier eine Vorderseite, hier von einem älteren Herrn. Eine sogenannte Janusbüste, wenn Sie so wollen. Hier ein Beispiel italienischer Möbelkunst aus Rom mit einer unglaublichen Pietradura-Platte, die es in dieser Qualität, in dieser Größe selten gibt. Dahinter eine Tapisserie, die fast ein halbes Jahrtausend alt ist. Sie hat schon an Farbe verloren, aber eine Seltenheit, dass textile Kunst sich so lange erhält. Das ist der Schreibtisch, den Reinhold Hofstetter verwendet hat, der in der Strudelhofstiege stand und der sein repräsentativer Ort war, Gäste zu empfangen. Wir haben hier das klassische Interieur eines Biedermeierzimmers, Biedermeier Anrichte, allerdings gemäldemäßig ein bisschen später oder fast ein Jahrhundert später mit Makart-Gemälden. Wir gehen weiter, zeitlich ein bisschen weiter zurück. Ein dänisches Aufsatzmöbel mit Pietradura-Einlagen, ein Wiener Pierluster und in weiterer Folge ein Hauptstück dieser Sammlung, ein Waldmüller. Waldmüller aus der Biedermeierzeit, aus der Hochphase. Wir gehen weiter und wandern mehr in das italienische, typisch venezianische Interieur mit einer venezianischen Kommode, einem Paar venezianischer Spiegel mit einem italienischen Luster und bunten Steinen. Hier haben wir eine französische Ricans-Uhr. Hier sehen Sie einfach die breite Fülle, die Reinhold Hofstetter zu sammeln und zu handeln wusste. Hier eines der Hauptwerke, ein gotischer Flügelaltar, ein sogenanntes Triptychon, eine italienische Renaissance-Truhe, typisch Florenz, ein Scherensessel. Hier muss man sich vorstellen, dieses Stück ist immerhin ca. 400 Jahre alt, also keine Alltäglichkeit. Bei Reinhold Hofstetter ist es so, dass er wirklich, wenn er Möbel gekauft hat, gesammelt hat, nur das Beste gekauft hat. Er war berühmt für seine sehr hohen Preise, allerdings die Qualität war nicht zu übertreffen. In weiterer Folge haben Sie hier einen ganz interessanten Schrank mit Mohren beschnitzt, eine weitere große, großformatige Tapisserie, eine italienische Sitzgruppe aus dem Veneto, sprich Venedig-Umkreis, und hier ganz was Skurriles, Originelles, eine Zitronenpresse. Man öffnet oben den Deckel, gibt die Zitrone rein, quetscht sie zusammen, und hier kommt dann der Zitronensaft heraus. Ich hoffe, Sie haben einen Eindruck gewonnen von dieser unglaublichen Sammlung von Reinhold Hofstetter, von der unglaublichen Qualitätsfülle, die Reinhold Hofstetter seit seines Lebens gehabt hat. Exponate, die aus einem Guss konzentriert in unseren Räumen präsentiert werden.